In den modernen Metropolregionen nimmt der Verkehr ständig zu. Verkehrslärm ist allgegenwärtig. Ein Thema, um das viel diskutiert und gestritten wird. Welche Wirkung hat Verkehrslärm auf Menschen, die dauerhaft mit ihm leben müssen? Im Sommer 2011 gab das Umwelt- und Nachbarschaftshaus die NORA-Studie in Auftrag, die genau diese Frage klären soll. Untersucht wurde vor allem der Verkehrslärm im Rhein-Main-Gebiet. Ergänzende Untersuchungen gab es an den Flughäfen Köln-Bonn, Stuttgart und Berlin. NORA arbeitet mit einer gewaltigen Menge an Daten. Lärmpegel an etwa 900.000 Adressen im Rhein-Main-Gebiet bis zu 18 Jahre in die Vergangenheit. Fast 1 Million Krankheitsgeschichten, 13.149 ausgefüllte Fragebögen, 37.614 vollständige Interviews. NORA greift Fragen auf, die in der bisherigen Lärmwirkungsforschung offen geblieben sind. NORA ist eine Studie, die für mich einen Meilenstein in der Geschichte der Lärmwirkungsforschung darstellt. Eine Studie mit einem Umfang, den es bisher nicht gegeben hat. In this case, it's really a scientific quality assurance group gathered together. It was interdisciplinary, which is quite special. So there was psychologists, medical doctors, physicists, and the way the issues were discussed were at a high level, which is also quite unique in that field. NORA besteht aus 5 Teilstudien. Die Grundlage aller Studien ist eine in Umfang, Komplexität und Genauigkeit bisher nicht dagewesene Erfassung der akustischen Daten. Viele Menschen fühlen sich von Verkehrslärm gestört. Wissenschaftler sprechen von Belästigung. Die NORA-Studie erforscht den Zusammenhang zwischen Lärm und Belästigung. Dazu wurden knapp 19.000 Menschen im Rhein-Main-Gebiet sowie über 10.000 weitere in der Umgebung der Flughäfen Köln-Bonn, Stuttgart und Berlin-Brandenburg telefonisch interviewt oder füllten online einen umfangreichen Fragebogen aus. Parallel dazu berechnete ein Akustikteam, wie viel Flug-, Straßen- und Schienenverkehrslärm jeweils im Jahr vor den Befragungen an den Wohnadressen der Teilnehmer zu hören war. Aus diesen Daten errechnete das NORA-Team sogenannte Belästigungskurven. Diese zeigen an, wie sehr die Belästigung bei zunehmendem Lärm ansteigt. Im Jahr 2012, nach der Eröffnung der Landebahn Nordwest am Frankfurter Flughafen, waren die Anwohner stärker belästigt als vorher. Und stärker, als es nach den EU-Belästigungskurven zu erwarten gewesen war. Und das, obwohl im gleichen Jahr die Kernruhezeit eingeführt wurde. Planmäßige Flüge zwischen 23 und 5 Uhr sind in Frankfurt seitdem verboten. Für die Belästigung war aber offensichtlich wichtiger, dass da eine wesentliche Änderung im Sinne von mehr Flugbewegungen zu erwarten war, die sind gar nicht real erfolgt. Und das hat die Belästigung in 2012 noch etwas hochgetrieben gegenüber 2011. Lärm stört also mehr, wenn er zunimmt, zum Beispiel beim Ausbau eines Flughafens. Insgesamt fühlen sich die Menschen im Umfeld des Frankfurter Flughafens bei gleichem Lärmpegel stärker belästigt als an den anderen untersuchten Flughäfen. An zweiter Stelle steht der Flughafen Köln-Bonn. Am geringsten fühlen sich die Menschen im Stuttgarter Raum durch Fluglärm belästigt. Woran das liegt, hat verschiedene Gründe. Wir sind in Frankfurt in einer Änderungssituation seit Jahren. Also seit Startbahn West bis heute wird über die Änderung des Fluglärms bzw. Änderung des Flugbetriebs in der Region diskutiert. Und das hat Einfluss mit auf die Lärmbelästigungsangaben. Neben dem Fluglärm hat die NORA-Studie auch den Straßen- und Schienenlärm im Rhein-Main-Gebiet berechnet. Das Ergebnis? Fluglärm stört die Menschen am meisten. Was sich geändert hat gegenüber der internationalen Literatur in unseren Erhebungen, zumindest zur Belästigung, ist, dass der Schienenverkehr längst nicht mehr so harmlos ist, wie er früher erschien. Also wir sind beim Planen der Untersuchung davon ausgegangen, dass Lärm grundsätzlich Blutdruck steigernd wirkt. Lärm erzeugt Stress und Stress erhöht zumindest kurzfristig den Blutdruck. Doch wie wirkt sich regelmäßiger Verkehrslärm auf den Blutdruck aus? Einige Studien haben Hinweise gefunden, dass er den Blutdruck steigern könnte. NORA sollte in dieser Frage Gewissheit bringen. Über 1000 Menschen im Rhein-Main-Gebiet haben an der Studie teilgenommen. Sie maßen zwischen 2012 und 2014 3 Wochen lang zweimal täglich ihren Blutdruck. Nach einem Jahr wiederholten sie die Messungen, wieder 3 Wochen lang. Selbst Messungen sind besonders zuverlässig, weil bei manchen Menschen der Blutdruck steigt, wenn er von einer fremden Person gemessen wird. Zu Anfang der Messreihe gaben Projektmitarbeiter eine genaue Einweisung in die Bedienung des Blutdruckmessgeräts. Die Geräte übermitteln ihre Daten drahtlos über Bluetooth, Mobilfunk und eine geschützte Internetverbindung an die NORA-Datenbank.
Dann verknüpften die Wissenschaftler die Blutdruckmesswerte mit der individuellen Lärmbelastung der Teilnehmer in den letzten 12 Monaten. Neben den Blutdruckmessungen füllten die Teilnehmer auch Fragebögen aus. So überprüften die Wissenschaftler andere Faktoren, die einen Einfluss auf den Blutdruck haben könnten. Zum Beispiel Übergewicht, Bewegungsmangel oder Rauchen. Die Frage lautete also: Hat sich innerhalb von einem Jahr zwischen den beiden Messreihen der Blutdruck verändert und lässt sich das statistisch eindeutig auf Lärm zurückführen? Wenn man sich jetzt die Daten anguckt, und es ist auch sehr viel Aufwand getrieben worden, da sehr gute Blutdruckdaten zu bekommen. Die Daten selber sind viel besser als bei jeder anderen Studie, die ich kenne. Also die Qualität ist schon wirklich hervorragend. Es kommt aber praktisch kein signifikantes Ergebnis raus. Es gibt keine Blutdrucksteigerung, die signifikant wäre, also statistisch sozusagen überzufällig wäre, bezogen auf Fluglärm oder Straßen- oder Schienenlärm. Statistisch signifikant bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis zufällig ist, liegt unter 5%. Dieses Ergebnis widerspricht einigen früheren Studien. Wissenschaftlich gesehen ist es eindeutig. Das bestätigte auch der wissenschaftliche Begleitkreis Qualitätssicherung der NORA-Studie, der sich intensiv damit befasst hat. Wir haben in der NORA-Studie zwei Studien, die sich mit mehr oder weniger Gesundheit im engeren Sinne beschäftigen. Die eine ist die Blutdruckstudie, die das Monitoring macht. Das andere ist die Studie über Erkrankungsrisiken. Wir haben erwartet, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Blutdruck und Erkrankungsrisiken im Falle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diesen Zusammenhang sehen wir inzwischen nicht mehr, weil es keinen Effekt des Lärms auf den Blutdruck gibt. Die Studie zu Krankheitsrisiken untersucht, inwiefern Verkehrslärm das Risiko erhöht, eine Herz-Kreislauf-Krankheit, Brustkrebs oder Depressionen zu bekommen. Dafür haben die NORA-Wissenschaftler anonymisierte Krankenkassendaten von rund 1 Million Menschen im Rhein-Main-Gebiet ausgewertet. Teilweise bis zu 18 Jahre zurückliegende Informationen flossen in die Untersuchung ein, ebenso wie die dazugehörigen sozioökonomischen Profile der Studienteilnehmer. Bereits zuvor hatte das Akustikteam von NORA die individuelle Lärmbelastung für alle Wohnadressen im Untersuchungsgebiet ermittelt. Das Besondere an der Krankheitsrisikenstudie von NORA ist, dass wir versucht haben, durch vertiefende Befragung von Personen, die bestimmte Krankheiten erlitten haben, herauszufinden, was haben die für Lebensumstände, es gibt riesige Datenschutzprobleme und so weiter. Aber wir haben es geschafft, die ganzen Effekte, die möglicherweise Einfluss haben auf Erkrankungsrisiken, wie das übliche Alkohol, Rauchen, Bauchumfang, Bewegungsmangel, all diese Dinge sozusagen individuell zu erfassen. Das ist in der Geschichte der Erkrankungsrisikenstudien sehr, sehr selten gelungen. Eine Zufallsauswahl von erkrankten Menschen sowie gesunden Kontrollpersonen wurde von den teilnehmenden Krankenkassen gebeten, einen vertiefenden Fragebogen auszufüllen. Und das ganz Besondere an diesem Fragebogen ist, dass wir versucht haben, die Lärmhistorie, also die individuelle Geschichte eines Menschen zu erfassen. Und da kann man zeigen, dass die Lärmjahre, also die Menge der Belastung durch Lärm, einen großen Einfluss hat auf das Erkrankungsrisiko. Für das Erkrankungsrisiko spielt es schon eine Rolle, wie lange jemand am selben Ort wohnt. Im Bereich Rhein-Main-Gebiet kann man sagen, je länger jemand dort wohnt unter einer bestimmten Adresse, zu der man auch Lärmpegel berechnen kann, umso größer ist das Risiko. Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche, Depressionen und Brustkrebs sind ganz unterschiedliche Krankheiten. Aber sie alle sind in Deutschland weit verbreitet und scheinen, so ältere Studien, mit Verkehrslärm in Zusammenhang zu stehen. Das Untersuchungsgebiet der Studie zu Krankheitsrisiken ist größer als das aller anderen NORA-Teilstudien. Hier leben sowohl Menschen mit starker als auch mit geringer Verkehrslärmbelastung. Die Neuerkrankungen sollten in einen möglichst genauen Zusammenhang mit dem Verkehrslärm gebracht werden. Für die Depression, den Schlaganfall und die Herzschwäche stellten die Wissenschaftler einen statistisch signifikanten Zusammenhang zu allen drei Verkehrslärmarten fest. Bei Herzinfarkt ließ sich ein Zusammenhang zum Straßen- und Schienenlärm nachweisen, für einen Teil der Betroffenen auch zum Fluglärm. Statistisch signifikant bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis zufällig ist, liegt unter 5%. Es fällt mir schwer, eine Bewertung von drei Verkehrslärmarten zu machen. Ich sehe, dass zumindest der Fluglärm in Bezug auf Depressionen offensichtlich die größte Rolle spielt, wenn man das Risiko betrachtet, während der Schienenverkehrslärm für Herz-Kreislauf-Erkrankungen offensichtlich eine größere Rolle spielt.
Wer in der Nacht gut schläft, steht am Morgen erholt auf. Wird die Nachtruhe aber regelmäßig von Fluglärm gestört, können Menschen chronische Krankheiten entwickeln. Seit Oktober 2011 gibt es am Frankfurter Flughafen zwei Neuerungen: die Landebahn Nordwest und ein Nachtflugverbot für geplante Flüge von 23 bis 5 Uhr. Die Schlafstudie hat in drei aufeinanderfolgenden Jahren den Schlaf von Menschen im Rhein-Main-Gebiet gemessen. Die Forscher wollten wissen, haben sich die Einführung der Kernruhezeit und die Eröffnung der Landebahn Nordwest auf die Schlafqualität der Anwohner ausgewirkt? Der Unterschied zu anderen Studien ist, dass die meisten Studien, die wir dazu kennen, im Labor stattfinden. Das sind kontrollierte Bedingungen, absolut sauber, auch prima für sich. Aber wir wissen auch, dass Leute zu Hause besser schlafen als im Labor. Die Nora-Schlafstudie ist vor allem eine Felduntersuchung. Wir haben Leute in ihren Wohnungen, in ihren Schlafzimmern sozusagen, aufgesucht. Wissenschaftler haben dann mit Hilfe von Elektroden insgesamt dreimal, jeweils 3 bis 4 Nächte lang, die Schlafqualität von über 200 Menschen im Rhein-Main-Gebiet gemessen. Gleichzeitig zeichnete ein Schallpegelmesser alle Geräusche auf, die während der Nacht das Ohr der Schlafenden erreichten. Auch die Lautstärken registrierte das Gerät genau. Die Schlafforscher haben sich jede Aufnahme genau angehört. Ein mühsamer Prozess, da muss man das wirklich in Echtzeit machen. Und haben versucht zu identifizieren, was es für ein Geräusch war. Sie haben nur das, was klar als Flugzeug erkennbar war, benutzt, um dann ihre Schlafkurven daraus zu machen. Es ist nicht so, dass ein und dasselbe Geräusch bei jedem Menschen, egal wem, für X oder Y, dieselbe Reaktion auslöst. Hängt immer davon ab, in welchem Stadium befinde ich mich gerade innerhalb der Schlafphase. Und wie viele Ereignisse habe ich schon gehört vorher? Also die Auswirkungen des Nachtflugverbots auf den Schlaf sind in meinen Augen zweigeteilt. Die Durchschlafperiode ist 2012 länger und, wenn man so will, tiefer. Das heißt, die Leute haben in der Zeit offensichtlich besser geschlafen als 2011. Auch wenn man die geringere Anzahl der Überflüge berücksichtigt, wachten die Personen, die 2011 und 2012 teilgenommen hatten, im zweiten Jahr seltener aufgrund von nächtlichen Überflügen auf. Trotzdem sagten sie häufiger, sie seien am nächsten Morgen müder als früher. Sie schlafen also objektiv besser, aber subjektiv schlechter. Wir haben festgestellt, dass Menschen, die gegenüber dem Flughafen positiv eingestellt sind, deutlich besser schlafen als Menschen, die kritisch dem gegenüberstehen. Offen bleibt, was davon Ursache ist und was Wirkung. Stört eine kritische Einstellung den Schlaf oder führt schlechtes Schlafen zu einer kritischen Einstellung? Beides wäre möglich. Die Nora-Kinder-Studie erforscht die chronischen Auswirkungen von Fluglärm auf die Lebensqualität und die geistige Entwicklung von Grundschulkindern. 1243 Schülerinnen und Schüler an 29 Schulen rund um den Frankfurter Flughafen nahmen an den Tests teil und beantworteten die Fragebögen. Außerdem befragte das wissenschaftliche Team 1185 Eltern und 85 Lehrkräfte. Die Kinderstudie fokussiert überwiegend auf den Leseerwerb, das heißt also die Kompetenz, die Fähigkeit, lesen zu lernen im Grundschulalter. Das ist also zweite Klasse. Wenn Sie sich vorstellen, ein Kind lernt lesen, was da alles eine Rolle spielt. Weiß man genau, ob ich zu Hause Bücher habe oder nicht, ob ich mit den Kindern zusammen lese oder nicht lese. Also diese Dinge spielen natürlich eine Rolle. Bei der Nora-Studie wurden auch diese Faktoren in einer Befragung erfasst. So konnten die Wissenschaftler den Einfluss des reinen Fluglärms auf das Lesenlernen herausfiltern und von anderen Einflüssen trennen. Die Kinderstudie hat eine Reihe von Tests gemacht und also speziell für Kinder entwickelte Tests, etwa Verständnis, Hörverständnis, Fragebögen, die kindgerecht waren. Neben den Testergebnissen wurde auch abgefragt, wie die Kinder selbst die Störung durch Fluglärm beurteilen. Ich verstehe auch oft die Aufgabe nicht und es stört halt ziemlich. Dann fliegt er gerade drüber und ist so laut, dann weiß ich die Antwort nicht mehr. Das Ergebnis der Untersuchung war eindeutig. Oder, um es wissenschaftlicher auszudrücken, statistisch signifikant. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Leseleistung und dem Fluglärm. Statistisch signifikant bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis zufällig ist, liegt unter 5%. Hast du Bauchschmerzen gehabt oder was immer, hast du heute gut geschlafen? Also solche Dinge, die etwas über die Befindlichkeit von Schülerinnen und Schülern sagen. Und da kann man sehen, dass die Kinder tatsächlich, je mehr Fluglärm sie haben, umso mehr angeben, schlecht geschlafen zu haben oder auch Bauchschmerzen zu haben insgesamt.
Das wichtigste Ergebnis ist für die Kinderstudie, dass die Lesekompetenz mit steigendem Fluglärm abnimmt. Zwar in einem linearen Verhältnis. Wenn Sie den Gesamtumfang von niedrigsten bis zur höchsten Fluglärmbelastung, die wir untersuchen konnten, betrachten, dann haben Sie insgesamt 2 Monate Rückstand der höchstbelärmten Klasse gegenüber der niedrigstbelärmten Klasse. Und niemand kann genau sagen, ob das jemals aufgeholt wird. Die Nora-Studie braucht grundsätzlich verschiedene Datensätze. Also einmal hat man das akustische Modell. Das heißt, da braucht man topografische Informationen, Informationen zur Bebauung. Da braucht man die ganzen Verkehrsnetze, das heißt Straßennetz, Eisenbahnnetz, also die terrestrischen Verkehrsquellen. Und da braucht man Verkehrsdaten. Also zuerst bestimmt man an den Probandenstandorten den Außenlärm. Je nach Fragestellung waren das bis zu 900.000 Standorten. Die Wissenschaftler der NORA-Studie mussten von jedem einzelnen Studienteilnehmer wissen, welchem Lärm er oder sie in der Vergangenheit ausgesetzt war. Und zwar teilweise sogar bis zu 18 Jahre in die Vergangenheit. Zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten und getrennt nach Art des Lärms. Solche Daten lassen sich nicht messen, sondern nur berechnen. Beim Fluglärm nutzten die Akustiker dafür Radaraufzeichnungen der deutschen Flugsicherung. Die Flughäfen überwachen ja ihren Luftraum mit dem Radar. Zeichnen jedes Flugzeug auf. Und diese Flugwege werden abgespeichert. Da haben wir einen riesen Datensatz von jedem Flugzeug, das im Umfeld des Flughafens Frankfurt verkehrt. Diese Datensätze speisten die Akustiker in eine spezielle Software ein, die daraus die Lärmbelastung errechnete. Wie der Fluglärm wird auch der Straßen- und Schienenlärm heute nicht mehr über Messungen, sondern überwiegend aus Daten von Verkehrszählungen, Geschwindigkeitsangaben, Straßenbelägen und dreidimensionalen Geländemodellen berechnet. Sogar die Frage, ob eine Straße bergauf führt oder eben ist, wird von den Wissenschaftlern berücksichtigt. Informationen über den Schienenverkehr erhielten die NORA-Wissenschaftler vom Eisenbahnbundesamt und vom Bahnumweltzentrum Berlin. Wie die Fluglärmdaten fließen auch die Straßen- und Schienenlärmwerte aller Studienteilnehmer in die NORA-Datenbank ein. Aus all diesen Daten berechneten die Akustiker, welchen Schallpegeln aus Flug-, Straßen- und Schienenlärm jeder einzelne Teilnehmer der vertiefenden Befragung ausgesetzt war. Natürlich wurden alle Daten nach den Vorschriften des Datenschutzes anonymisiert. Also das muss man sich vorstellen, eine Datenbank mit 1 Million Zeile. Und jetzt kommt für jede Zeitscheibe, die man bestimmt, und da ist man mal in der Größenordnung von vielleicht 100 verschiedenen Zeiträumen, die man dann berechnen muss. Und das sind dann die Spalten der Datenbank. Und in jedem Kreuzfeld dieser Tabelle steht ein Wert drin. Also die Qualität des Datensatzes für NORA ist das, was ich erwarte an eine gute, qualitätsgesicherte Akustikberechnung. Wo NORA darüber hinausging, ist einmal in der Bestimmung der Maximalpegel, also mit einer neuen Methode, mit einem Annäherungsverfahren, und auf der anderen Seite die direkte Anwendung der Radardaten für die Fluglärmberechnungen in Frankfurt. Das ist ein Novum für Deutschland.